Ich muss ehrlich gestehen, dass ich beim Erstellen von Diagrammen manchmal etwas pröbeln muss. Nach dem Motto, probieren geht überstudieren, aber es lohnt sich natürlich, sich da etwas Übung zu holen und insofern etwas gezielter zu pröbeln. Wenn du die Materialien entpackst, so hast du so eine Datei Statistik und hier drin hat es zwei Beispiele, die wirklich sehr misslungen sind. In diesem ersten Beispiel fehlt diese Legende, beziehungsweise sie ist einfach nicht aussagekräftig. Man versteht nicht, worum es geht. Und außerdem ist es schon ein bisschen komisch, dass in diesem Kreisdiagramm genau die Hälfte durch einen Bereich ausgefüllt wird. Das könnte natürlich ein Zufall sein, ist aber sehr unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt in diesen Bereich hineinklicke, so siehst du, woher diese Daten bezogen werden. Und hier siehst du auch, dass in diesem Kreisdiagramm auch das Total mit einbezogen wurde. Und das macht natürlich keinen Sinn. Das Total ist ja eigentlich schon hier die Summe all dieser Kuchenstücke. Und insofern gehört das natürlich nicht erneut in das Diagramm hinein. Das lässt sich sehr einfach beheben. Du siehst hier diesen ausgewählten Bereich und du kannst an den Anfassen einfach ziehen und den entsprechend beschränken und automatisch wird das Diagramm angepasst. Dann wird die Legende normalerweise automatisch erzeugt, wenn sie in unmittelbarer Nähe ist. Excel hat aber hier nichts Entsprechendes gefunden, auch wieder nur Daten und eben nicht so Begriffe, die man für eine Legende benutzen könnte und deshalb hat Excel die Legende einfach nur nummeriert. Die Legende, die müsste eigentlich von hier oben bezogen werden. Das lässt sich nachträglich aber problemlos machen. Mit einem Rechtsklick in den Hintergrund kannst du Daten auswählen, aufrufen. Und hier siehst du einerseits den ganzen Diagrammbereich, also woher die Daten für das Diagramm bezogen werden. Du kannst hier die Beschriftung noch auswählen und in diesem Fall die Achsenbeschriftung oder eben die Legende. Mit Bearbeiten kannst du jetzt diesen Bereich von Erdöl bis Übrige aufziehen. Und automatisch wird die Legende entsprechend ergänzt. Tippe auf OK und erneut OK und jetzt ist das schon viel aussagekräftiger. Zu einem guten Diagramm gehört aber auch ein aussagekräftiger Titel. Den kannst du im Bereich Entwurf auswählen und zwar hier im Bereich Diagrammelement hinzufügen, Diagrammtitel. Und hier kannst du auch gleich einstellen, wo er sein soll. Ich wähle über Diagramm. Und mache ihn auch noch etwas kleiner. So. Manchmal ist es auch wünschenswert, wenn man die Werte, die hier in der Tabelle aufgelistet sind, direkt auch hier drin ablesen kann. Auch das kannst du wiederum über Entwurf, Diagrammelement hinzufügen, Datenbeschriftungen und hier siehst du die Position. In diesem Fall wird es vor allem bei den schmalen Segmenten etwas knapp. Du kannst es auch außerhalb anzeigen lassen. Naja, ich mache es wieder rückgängig. In diesem Fall finde ich es jetzt nicht so nötig. Wenn wir auf das zweite Blatt wechseln, so findest du ein Diagramm vor zu den Lebenshaltungskosten. Auch das ist ziemlich misslungen. Hier in der Tabelle kann man sich einigermaßen vorstellen, worum es geht. Es wird aufgelistet, wie viel die Menschen für Nahrungsmittel, Kleidung und so weiter in den verschiedenen Jahren bis in die Gegenwart ausgegeben haben. Nun, wenn wir dieses Diagramm anschauen, so siehst du, ist der obere Teil immer gleich und wenn ich
mal in dieses Segment hineintippe, so siehst du, da ist das Total wieder einmal ausgewählt worden und diese 100%, die gehören ja nicht erneut in das Diagramm, die sind ja schon durch die einzelnen Säulensegmente abgedeckt. Wenn ich die Löschtaste betätige, so wird diese Reihe einfach aus dem Diagramm entfernt. Allerdings sehen wir, hier unten hat es immer noch einen riesigen Bereich, mit dem kann auch etwas nicht stimmen. Wenn ich nach oben scrolle, so siehst du, dass hier jetzt auch die Jahreszahlen mit einbezogen wurden und auch das ist natürlich völliger Humbug. Nun, wir könnten natürlich wiederum einfach diese Zeile löschen, nur haben wir dann das Problem, dass die Legende dann eben auch entfernt wird. Stattdessen ziehen wir wie schon vorhin diesen Diagrammbereich etwas auf. Ich zoome noch etwas hinein, indem ich da an dieser Ecke ziehe und auch noch diese verschiedenen Kategorien mit erfasse, habe ich hier unten nun plötzlich ein viel aussagekräftigeres Diagramm. Um jetzt etwas mehr Übersicht zu haben, tippe ich auf die Standardansicht und zoome etwas zurück. Du siehst nun, die äußere Spalte wurde verwendet für die Legende und die erste Zeile, die wurde verwendet für die Beschriftung der Säulen für die sogenannte Achse. Wenn du jetzt da noch etwas präzisere Einstellungen vornehmen möchtest, so kannst du mit einem Rechtsklick wiederum Daten auswählen, aufrufen. Hier siehst du jetzt, wie die Legende zustande kommt, wo die Achsenbeschriftung herkommt. Und wenn du jetzt Spalte und Zeilen wechseln wählst, so siehst du, was passiert. Nun wird die Legende aus den Jahreszahlen gemacht. Da kann ich auch einzelne wieder ausblenden. Vielleicht etwa so. Wenn ich jetzt bestätige, so ist das Diagramm nun natürlich völliger Mist. Ist überhaupt nicht aussagekräftig, wenn all diese Angaben für die Nahrungsmittel übereinander gestapelt sind. Insofern mache ich das wieder rückgängig, indem ich erneut Daten auswählen, aufrufe und hier die Spalten wieder wechsle. Übrigens, bei den Kategorien kannst du die Reihenfolge auch noch ändern. Ja, jetzt ist es schon deutlich übersichtlicher geworden. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Säulen und gleichzeitig hat man eine sehr gute Übersicht. Man sieht zum Beispiel, dass immer weniger für Nahrungsmittel ausgegeben wurde. Ja, du siehst, du hast sehr viele Möglichkeiten, um ganz gezielt Daten herauszugreifen und grafisch auszuwerten. Wenn du jetzt eigene Diagramme machst mit den folgenden Daten oder eigenen, so kannst du diese Tricks anwenden. Allenfalls macht es auch Sinn, wenn du dir eine neue Tabelle zusammenbastelst, indem du einfach gewisse Ausschnitte oder gewisse Zeilen oder Spalten herausgreifst und die dann gezielt wieder auswertest. Ja, und dabei wünsche ich dir viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß.